Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Paul Hensel, Geschäftsführer der Niederlag Consulting. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video will ich dir kurz erzählen, warum es so wichtig ist, Leads so schnell wie möglich anzurufen und keine Zeit zu lassen, quasi nachdem du Termine generiert hast, sich Leads irgendwo eingetragen haben in ein Formular oder für einen Report, den sie sich runtergeladen haben. Ja, du kennst das vielleicht, du fährst Online-Marketing-Strategien, schaltest vielleicht schon Werbeanzeigen oder Ads oder ein Kontakt trägt sich ein auf deiner Website, aber hat sich noch keinen direkten Termin gebucht. Hier ist es wichtig, sich so schnell wie möglich mit seinem Vertriebsteam bei dem Kontakt zu melden. Also wenn du Vertriebsmitarbeiter hast, dass diese Leads auch nahtlos in eine Liste übergehen oder in dein CRM-System, dass sie sich melden können, dass der Kontakt angerufen wird, auch wenn der Kontakt nicht sofort erreicht wird, dass sie mehrmals dahinter anrufen. Wir merken es nämlich bei einigen unseren Kunden oder auch gerade Kontakten, die sich bei uns melden, die einfach zu viele Kontakte oder zu viele Leads haben, gar nicht mit ihrem Vertriebsteam hinterherkommen, diese Kontakte abzuarbeiten und alle Leads zu terminieren. Dass das ein riesengroßer Fehler ist, einfach teilweise, weil die Vertriebspower natürlich fehlt, dafür können sie dann meistens nicht oder müssen halt einfach im Recruiting noch hinterherziehen und beauftragen auch uns zum Teil, um diese warmen Leads dann zu terminieren, dass die Closer dann natürlich auch neue Leads haben, dass die Closer auch Verkaufsgespräche führen können und die Setter natürlich auch Erstgespräche führen können. Also hier ein großer Fehler, Leads liegen zu lassen oder auch das CRM-System vor allem nicht richtig einzustellen, die richtigen Listen nicht aufzubereiten, wo die Kontakte mit einer Priorität zum Teil auch gelistet sind oder dein Opener oder Setter halt einfach nicht die richtigen Listen bekommt, die einfach nötig sind, um Termine zu vereinbaren, wo es Eintragungen gab auf Landingpages, Lead-Magneten, Formularen etc. Du merkst, dieses Video ist jetzt schon ein bisschen intensiver an die Zielgruppe gerichtet, die jetzt auch schon Verkäufe eingestellt hat, die auch teilweise Werbeanzeigen schaltet oder einen Lead-Kanal hat, wo Termine reinkommen, wo Eintragungen stattfinden, aber halt noch keine Termine gelegt wurden. Also hier ist es wichtig, immer Backup zu haben, immer jemanden auch zu haben, der die Kontakte eröffnet, also wenn es schon warme Leads gibt oder Kontakte, die sich irgendwo eingetragen haben, auch diese so schnell wie möglich anzurufen, umso mehr Zeit vergeht zwischen der Eintragung und dem Kontakt, wo man spricht und dann auch dem ersten Termin, den man dann legt, umso kälter wird der Lead, also das heißt, umso weniger kann der Kontakt sich an einen erinnern, umso höher steigt dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass er einen anderen Anbieter sucht, weil stell dir vor, du willst eine Lösung haben, du hast dich vielleicht schon informiert, du hast dich irgendwo eingetragen, hast vielleicht auch einen YouTube-Kanal ja jetzt schon verfolgt lange Zeit und dann gibt es jemanden, der sich einträgt bei dir und der wird nicht angerufen, ist natürlich fatal. Gerade wenn das Unternehmen passend aussieht, wenn alle Parameter passen. Ich habe ja da auch Einblick bei einigen unseren Kunden, wo wir die Kontakte und warmen Kontakte auch anrufen, weil es einfach nicht genug Vertriebskapazität gibt oder teilweise auch falsche Einstellungen gemacht wurden im CRM-System, wo wir manchmal auch dann noch ein bisschen nachhelfen müssen oder der entscheidende Faktor sind, woran das erst erkannt wird, weil wir einfach natürlich da alles prüfen und auch teilweise merken, dass die Prozesse halt einfach nicht richtig eingerichtet sind, die CRM-Automatisierungen nicht passen oder irgendwelche Metriken eingestellt sind, die es verhindern, dass Termine so schnell wie möglich oder eingetragene Kontakte so schnell wie möglich angegangen werden oder halt zum Beispiel versucht werden, ein-, zweimal zu kontaktieren, aber dann der Lead einfach aus der Vorschau oder aus der Liste verschwindet, obwohl er noch nicht mal erreicht wurde oder noch gar nicht gesagt hat, ob es ein Interesse gibt oder nicht, ja. Und deswegen trag dich da jetzt auch gerne bei uns ein auf unserer Website auf www.paulniederlag.de, damit wir gemeinsam sprechen können. Solltest du heiße oder warme Leads haben, aber auch nicht die nötige Vertriebskapazität, um diese Termine abzuarbeiten. Wie gesagt, wir kennen das. Wir arbeiten ja auch mit einigen Unternehmen zusammen, wo wir gerade da aushelfen in der Situation und diese warmen Kontakte und diese heißen Leads dann teilweise auch anrufen und terminieren können. Auch noch so eine kleine Pre-Qualification machen können, also so eine kleine Vorselektierung, passt der Kontakt oder passt er nicht, ein paar Fragen stellen können, um einfach zu schauen, ob der Kontakt auch ein geeigneter Kontakt ist oder gar nicht überhaupt passt als Zielgruppenkunde, den man terminieren möchte oder wo dann ein Verkaufsberater dann auch den Termin führen will. Das kurz an der Stelle von mir. Ja, wenn das Ganze spannend für dich klingt, du auch, wie gesagt, dieses Problem hast, melde dich gern bei uns. Wir können die Strategie uns anschauen mit dir, können dir zeigen, wie wir vorgehen bei so einer Situation. Und dann wünsche ich dir noch einen geilen Tag und bis zum nächsten Video. Dein Paul.